Am Dienstag erklingt die Champions League-Hymne zum ersten Mal in der Rhein-Neckar-Arena, wenn die TSG im Playoff-Hinspiel auf den FC Liverpool trifft. Am Montag gab es das Abschlusstraining beider Mannschaften, die den Anpfiff kaum erwarten können. Hier sind die Stimmen vor dem Duell. Wir freuen uns alle riesig. Ich glaube, das merkt man auch im Umfeld des Clubs, dass wir alle sehr freudig vorausblicken, was morgen passiert. Traumerfüllung weiß ich nicht. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie die Spiele ausgehen. Ist ja immer so. Man erlebt einen Traum und dann am Ende des Traums sagt man, ob es ein Albtraum war oder ein schöner Traum. So ist es auch, wenn man früh aufwacht, erzählt man seiner Frau, ich habe was geträumt, das war schön, das war nicht schön. Und so wird es da auch sein. Ob es ein wirklicher Traum ist, sieht man dann, wie die Spiele ausgehen. Aber wir freuen uns drauf und ich habe schon oft betont, dass es eine Belohnung ist für die letzte Saison, dass wir die Möglichkeit haben, in die Champions League Gruppenphase einzuziehen, dass wir dann gegen so einen Top-Gegner spielen, ist umso schöner. Es kribbelt natürlich schon, wir wissen um die Aufgabe morgen und dass es einfach eine sehr spezielle ist, auf die wir uns innerhalb der Mannschaft freuen, worauf jeder brennt und was wir uns mit der tollen Saison letztes Jahr einfach auch selber ermöglicht haben. Und deswegen ist es auch wiederum sehr schön, dass wir das Ganze morgen auch mitgestalten können und auch selber in der Hand haben, wie wir das Ganze oder wie wir letztendlich abschneiden. Wir gehen jetzt nicht als totaler Underdog da rein, aber ich glaube schon, dass es eine kleine Favoritenrolle in Sachen Liverpool gibt. Von dem her glaube ich schon, oder sind wir uns auch bewusst, dass wir mit zwei sehr guten Spielen einmal einen Gegner vielleicht schocken können, was uns wichtiger ist als vielleicht die englische Bevölkerung. Aber ich glaube auch, dass man mit zwei guten Spielen, ob man sie jetzt zwingend schocken muss, weiß ich nicht, die englische Bevölkerung, aber vielleicht freuen sich dann auch in Spielen zu sehen, auch wenn es vielleicht für Liverpool nicht ideal ausgeht. Aber dafür brauchen wir zwei Top-Leistungen in beiden Spielen. Die Bilder, die wir gezeigt haben und zeigen werden, die sprechen auch für sich. Das ist einfach Qualität, das ist guter Fußball, das ist nichts anderes. Manchmal ein bisschen wild, manchmal super selbstbewusst, aggressiv. Ja? Kleine Spielunterbrechungen drin, kleine taktische Fouls, solche Dinge, ist alles mit dabei. Das ist auch in gewisser Weise, gehört auch zum Spielstil dazu. Da muss man sich darauf einstellen.